heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Habe selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Was waren Social Media Trends und Videos, die bisher die größte Reichweite erreicht haben? Da gab es Videos, wo sich zum Beispiel Leute gegenseitig hochnehmen und sich gegenseitig Mehl ins Gesicht klatschen. Smackham. Smackham! Oder es gab auch die Leute, die sich einfach geschminkt haben und Make-up-Tutorials und Styling-Tipps gemacht haben. Also in etwa, wenn ich diesen Lidschatten zu diesem Lippenstift auftrage, dann passt das super zu der Farbe deiner Achselhaare. Oder wir schütten uns einfach gegenseitig Wasser über den Kopf. Da frage ich mich, brauchen wir das alles noch, um uns gegenseitig auf wichtige Dinge aufmerksam zu machen? Das wäre damit erledigt. Nur denke ich mir, starten wir doch einmal eine sinnvolle Social-Media-Aktion. Etwas, was uns wirklich bewegt, etwas, wie wir uns positiv über andere mitteilen können und etwas, was uns auch wirklich an anderen interessiert. So war es bei mir so, dass es besondere Momente gab, in denen ich gemerkt habe, etwas stimmt hier nicht mit dem System und der Menschheit und überhaupt. Diese positiven Erkenntnisse, diese Aufwachmomente sind mir in besonderer Erinnerung geblieben. Und deshalb möchte ich aufrufen, dass wer immer Lust hat, seine besonderen Aufwachmomente ebenso mitteilt. Dabei geht es nicht darum, speziell eine Gemeinschaft, Autoren oder eine Bewegung ausführlich zu beschreiben, die jemand nachdenklich gemacht hat. Oder sogar Schuldzuweisungen zu debattieren, was bisher schief lief. Nein, ganz im positiven Gegenteil. Dabei kannst du besonders tolle Begegnungen beschreiben oder einfach die Gefühle, die du in deinen Aufwachmomenten verspürt hast oder was du dann direkt unternommen hast. Selbst wenn es erst meine Videoserie war oder du einfach nur vorm Computer gesessen hast. Denn ja, es können sich die meisten Leute über 20 daran erinnern, wo sie am 11.09.2001 waren oder sie diese Geschehnisse eben gesehen haben. Oder ich weiß sogar noch, als ich als 8-Jähriger den Tod von Lady Diana gesehen habe. Drehen wir das Ganze doch einmal ins Positive. Wo wart ihr? Wie war das für euch? Wer hat es euch erzählt, als ihr gemerkt habt, dass etwas nicht stimmt mit dem System? Sei es im Job, dem Geld, der Gerechtigkeit, der Erziehung, der Ernährung. Also das Thema ist komplett offen. Und genauso könnt ihr erwähnen, dass ihr ebenso tollere Alternativen erfahren habt, wie Kunst, Literatur, Musik, spirituelles Bewusstsein, die Natur. Sagt ein paar Sätze über eure Muße, über das Drumherum, über eure Geschichte. Vielleicht gab es auch gar keine besonderen Momente für euch und ihr seid doch schon als Freidenker geboren. Das würde mich dann natürlich auch interessieren. Ein bisschen was von mir möchte ich in diesem Video direkt teilen. Und zwar möchte ich eine Begegnung beschreiben, als ich letztes Jahr per Anhalter von Griechenland nach Deutschland gefahren bin. Ich war mit meiner damaligen Freundin unterwegs und war noch unerfahren im Trampen und hätte diese eine Fahrt auch verpasst. Ich war damals auch zu faul, über den ganzen Parkplatz zu laufen, um diesen einen Herrn anzusprechen. Doch sie hat das gemacht und er sagte mir, er nimmt nur Leute mit, die so nett aussehen wie wir oder Leute mit Gitarre. Ja, heute reise ich mit Gitarre. Es stellt sich heraus, dass er kritischer Mediziner war und er sagte mir, dass alle Krankheiten, auch AIDS, durch Stress und psychologische Gründe verursacht werden und geheilt werden können. Aber in dem langen, tollen Gespräch, was wir hatten, interessierten mich noch weitere Fakten. Deutschland soll kein souveräner Staat mehr sein, es gäbe noch immer keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg und Deutschland sei immer noch von Amerika und anderen Staaten besetzt. Ja, so viele Fakten auf einmal und ich wusste noch nicht mal genau, was Souveränität, also Unabhängigkeit, bedeutet. Auch, dass drei Gebäude am 11. September 2001 eingestürzt sein sollen, war neu für mich. Zurück in Deutschland habe ich all das recherchiert und alles stellte sich als wahr heraus. Ich weiß nun, dass sogar 4 Gebäude eingestürzt waren und der Einsturz dieser Gebäude WTC 6 und WTC 7 nicht in dem offiziellen Untersuchungsbericht angegeben waren. Ich wollte nicht von einem Eigenangriff, einem Angriff falscher Flagge von den Administratoren Amerikas ausgehen, um in den Irak einzumarschieren. Aber 2 Gebäude einfach in dem Bericht vergessen, da strebe ich einfach nur eine Neuuntersuchung an. Auch die nicht vorhandene Souveränität hatte ich nachgeschaut. Dazu gibt es diese interessanten Videos. Ja, es ist Fakt. Mittlerweile halte ich gar nichts mehr davon, dass wir uns über Staaten, Grenzen und Nationen voneinander abspalten müssen. Ich möchte jetzt aber von einer noch wichtigen Sache für mich erzählen. So arbeitete sein Sohn an einer Alternative für die GEMA. Er war Mitgründer der Creative Commons Lizenz, um ein freieres Tauschen für Musik und so weiter zu ermöglichen.
Das veranlasste mich dazu, das Urheberrecht genauer zu untersuchen und in meinem Studium eine Abhandlung darüber zu schreiben. Ja, und es stellte sich heraus, dass das Urheberrecht und die GEMA-Vermutung so weit gehen, dass theoretisch sogar jemand von mir Geld verlangen könnte, wenn ich in der U-Bahn nur einen Song nachpfeife. Das war genug für mich, in welcher Welt und in was für einem Rechtssystem lebten wir denn. Dass sich die Rechtslage komplett geändert hat und es gar keinen Grund mehr gibt, sich darüber aufzuregen, weil wir schon frei sind, dazu berichte ich vielleicht mehr in einem anderen Video von mir. In dem letzten Workshop hat meine Batterie nicht mehr mitgemacht. Jedenfalls nach dieser tollen Fahrt hatten wir so eine herzliche Umarmung und ich hatte im Anschluss auch noch Kontakt mit seinem Sohn. Ja, das war einer meiner Aufwachmomente, der mich dazu veranlasste und mich prägte und auch für mich dazu führte, offener zu werden und das zu tun, was ich jetzt tue. Dieser fand noch vor den Friedensmahnwachen statt. Das sind Versammlungen, die es seit Frühling jeden Montag in sehr vielen Städten gibt. Noch frühere Erfahrungen, wie ich darauf reagiert habe, gebe ich auch bald in anderen Videos bekannt. Zum Schluss möchte ich noch sagen, es ist eine sehr wichtige und so tolle Zeit, in der wir gerade leben dürfen. Es wird positive Geschichte geschrieben, auch wenn es einige noch nicht bemerken. Also tretet auch ihr vor mit eurer Geschichte, euren Aufwachmomenten. So könnt ihr vielleicht auch andere dafür begeistern. In einigen Jahren werden wir uns mit Sicherheit daran erinnern. Und dies muss nicht so toll aufbereitet sein. Dies können auch nur 2, 3 Sätze mit der Handykamera sein oder ihr schreibt einen Text. Auch wenn ihr auch noch unsicher seid, glaubt mir, es wird euch helfen, euch mitzuteilen. Für mich ist es die Balance zwischen dem in mir und für mich sein und dem nach vorne, nach außen treten, was mich jeden Tag antreibt. Ja, wer mein Video über die Medien kennt, der weiß, dass Medien nicht ausreichend berichten, also machen wir jetzt doch einfach alle unsere eigenen Medien. Und das mit persönlichen Geschichten. Was mich freuen würde und zur Übersicht für alle hilft und die Videos auch so gesammelt werden können, setzt ein Hashtag, also eine Raute mit Aufwachmomente in die Titelbeschreibung oder den Status, egal ob bei Facebook, YouTube, Twitter und so weiter. Dann könnt ihr nämlich wiederum selbst in der Leiste nach Hashtag Aufmachmomente suchen und euch andere Videos anschauen. Also, worauf warten wir? Liebe Grüße und alles Gute, Kevin. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht gerade das Herz auf. Was machen Sie? Ein Film. Kann ich dir gleich sagen? Ich filme gerade. Eine Minute, ja? Ja, ja.